GT3 ist natürlich perfekter Auto dafür, einfach dran. Ich habe jetzt die genaue Stückzahl nicht im Kopf, aber es gibt unheimlich wenig Autos. 959 ist natürlich noch ein bisschen kranker. Ja, vor allen Dingen natürlich der, weil Chassis Nummer 2. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen sehr, sehr frühen guten Morgen. Wir haben doch erst 6 Uhr. Nee, schon meine ich. Schon 6 Uhr. Ja, 3.30 Uhr ging es los. Kleine Komplikationen zwischendurch. Aber wir haben es dann doch pünktlich geschafft. Wir sind ja am Großglockner, am Eingang Nord. Und werden dann da mit diesen ganzen wunderschönen Fahrzeugen, die heute sich hier versammelt haben, da hochfahren. Denn es ist quasi Großglockner Opening. Ferdinand Porsche und GP Ice Race haben geladen. Sorry, es ist echt noch früh. Und wir werden uns natürlich auch angucken, was hier für herrliche Autos dabei sind. Ja, dann zeig mal her. Der Ferdinand hat zum Beispiel einen Porsche 959 dabei. Den gucken wir auf jeden Fall ganz im Detail an. Und ansonsten gehen wir jetzt mal lustig durch die Reihen. Fahrwerkstechnisch, Bremse, alles optimal. Das ist halt setup-mäßig, haben wir natürlich auch ein bisschen was gemacht hier an dem Schätzchen. Es ist auch jetzt für diese Aktivitäten hier recht passend, könnte ich sagen. Das ist einfach ein super ausgewogenes, relativ kompaktes Auto. Mit genug Qualm. Oh. Rote Ampel haben wir auch. Und deswegen ist einfach das Auto für solche Ausfahrten hier perfekt. Also GT3, das ist für so Touren und so perfekt. Perfektes Auto. Ganz natürlich, wenn er es jetzt irgendwie mit einem Ferrari vergleicht oder so, das ist bestimmt auch nett, aber du kriegst dein ganzes Zeug nicht da rein. Ne? Dann hast du natürlich einfach das Thema Stabilität. Ne? Also GT3 oder ein Porsche, den kannst du halt 10 Runden über die Nordschleife ballern und danach ganz gemütlich in Urlaub fahren. Das geht also mit dem Ferrari nicht. Und du weißt, dass das Ding immer funktioniert. Das ist halt auch ein Riesenvorteil. Ne? Du steigst einfach da ein morgens, drehst den Schlüssel um und fährst los. Diese Aussicht, ne? Ist ja der Wahnsinn. GT3 ist natürlich perfekter Auto dafür einfach. Du hast hier jetzt gerade beim 992 mit der neuen Vorderachse ein Auto, was einfach zu jeder Zeit einlenkt und genau da hinfährt, wo du hin möchtest. Das ist natürlich hier einfach, guckt euch das mal an, von der Emotion her natürlich großes Tennis, weil du einfach so eine geile Aussicht hast. Du hast hier relativ guten Grip. Du hast gar nicht, was haben wir, 8 Grad oder so. Links und rechts Schnee, die Sonne kommt gerade hoch. Schon echt geil. Wahnsinnsgeile Straßen. Die sind natürlich wie gemacht für den GT3. Soundtechnisch natürlich auch immer wieder ein Traum. Und hier zwischen diesen Schneewänden das Ding einfach durchgleiten zu lassen, das ist natürlich perfekt. Durch diese extreme Traktion hast du natürlich hier ein Auto, was für diese engen Kurven und so weiter perfekt ist, auch wenn er mal ab und zu mit dem Arsch kommt. Weil wenn du jetzt so ein Mittelmotor-Auto hast, dann hast du halt ein sehr nervöses Fahrzeug. Geil. Ja, ein schöner 996. Da 997. Ach, ist natürlich auch ein Traum. Soundmäßig großes Tennis, ja, das ist natürlich auch herrlich. Schöner 996 GT3, ach, so muss das sein. Schön minimalistisch, handgerissen, geil. Guter Sound, sehr schön. Und mit wir natürlich auch richtig unterwegs sind beim GP Ice Race, werden wir natürlich jetzt hier auch unseren Schneemann draufkleben. Müssen wir den Ferdi gleich fragen, ob der Kollege ja auch einen Namen hat. Der Ferdi, das ist der Ferdinand Porsche. Sehr, sehr geiler Typ. Sehr netter Typ und den werden wir uns jetzt gleich mal schnappen
und ihn mal ein bisschen ausfragen, weil der hat nämlich ein geiles Auto dabei. Also hier sind natürlich sehr, sehr viele sehr schöne Autos. Aber wahrscheinlich mit Abstand das Schönste hat er dabei, nämlich einen weißen 959. Der Vincenzo Kolbinski ist übrigens auch da. Der schönste Pilot auf der Nordschleife. Ja, immer gut im Haar. Ja, genau. Mach den Sonnenbrillenclips drauf. Hier, jetzt hast du ihn endlich mal. Endlich haben wir es mal geschafft, dass dein wunderschöner Elva es in unser Video schafft. Das gibt's ja nicht. Ne? Seit 18 Jahren reden wir drüber. Und seit 4 Wochen ist er fertig. Klasse. Und hält auch noch, ne? Obwohl du so viel selber gemacht hast. Ne? Das ist erstaunlich. So muss es doch sein, oder? Ist erstaunlich. Da sieht man mal, wunderbar. Ja, da sieht man mal, wie gut die Qualität von Porsche ist. Dass selbst wenn du so ein Ding zusammenbaust, ja, dass es trotzdem fährt. Das ist schon beachtlich. Sehen Sie einen Flachkäfer? Ja, Flachkäfer ist schon mal gut. Ich 2016 zusammen mit unserem historischen Rennteam aufgebaut. Es war mal ein G-Modell, 77er. Umgebaut auf F, komplett mit Seitenwänden. Vorne Kotflügel, die Querwand vorne im Kofferraum und natürlich, so wie es sich gehört, mit einem 3-2er, Vergaser, ein bisschen Krawall in der Hütte. Schön! Dass das dann auch Spaß macht hier bergauf. Und Leistung? Leistung haben wir 285 PS. Oh, das ist aber ordentlich für so ein kleines Eutiken, ne? Das ist okay. Für 980 Kilo passt das dann ganz gut. Ja, das ist geil. So, ihr könnt euch daran erinnern, ja, ganz kurze Anekdote, ihr könnt euch daran erinnern, der Vincent ist ja mit mir LMP3-Auto gefahren, ne? Kurz. Weil dann ist er ja nicht mehr gefahren, weil aua Knie und so, weil er da nicht richtig gepasst hat. Weil der Mann ist ja 2 Meter groß und passt dementsprechend schlecht in so ein Auto rein. Da habe ich gesagt, na gut, das passiert. Aber jetzt, wo ich das hier sehe, ne, frage ich mich, ob der nicht noch andere Probleme hat. Ernst? Ich komme jetzt rein, ich brauche neue Räder. Geiles Auto. So, und da ist dann natürlich der Wagen vom Ferdi. Und standesgemäßes Kennzeichen natürlich auch Zell, ja, für Zell am See 959. Müsst ihr euch vorstellen, Ende 80, also das Auto war zu der Zeit aktuell, als es 964 rauskam gerade. Ne? Ja, so, das Ding ist ein absolutes Obermonster, hydraulisches Fahrwerk, wassergekühlt schon. Ja, wenn das Ding läuft, dann hörst du die Wasserleitung glucksen unten in den Schwellern. Das ist so krass. Da ist er! Da ist er! Hallo! Hallo, Herr P. Hallo. Guten Tag! Hallo! Hallo! Na, alles klar? Ja, sicher, bei dir? Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, mal schön, dass wir da sein dürfen. Ja, du, da ist er. Jederzeit. Der Ferdi. Ne? Hier. Übrigens, neues Projekt. 919 Evo Snow Edition. Ja, du lachst. Ja. Wann kommt denn der? Können wir den schon bestellen? Oder? Ich weiß nicht, ob unsere dann fährt. Ganz kurz, der Ferdi wird hier, nämlich genau da, eine geisteskranke Location hinzimmern, beziehungsweise die vorhanden umbauen. Dann wird das einfach das Automotive-Mekka hier am Großglockner, oder? Die Grundidee war eigentlich so, Ice Race funktioniert mit 10.000, 15.000 Leuten, aber eigentlich funktioniert es, weil die Leute auf Autos Bock haben und weil die Leute Bock haben, gemeinsam irgendwie über dieselbe Sache zu quatschen, sich gemeinsam eine gute Zeit zu haben und irgendwie über Autos zu quatschen und bisschen Blödsinn zu machen. Und am Ende funktioniert es, glaube ich, mit 50 oder 20 oder wie heute mit 120 Leuten genauso gut. Und also ich freue mich da richtig drauf, muss ich sagen. Das ist mal rein schon. Wir dürfen, das wäre natürlich der Wahnsinn. Ich habe einen Schlüssel dabei. Was sollen wir zuerst anschauen? Ich wollte gerade sagen, aber. Dann lass uns kurz vorher hier noch dein Höllengerät anschauen. Ja, erzähl mal. Wie heißt die Farbe wirklich? Perlmutt. Das ist einfach Perlmuttweiß. Ja, Metallic. Er ist genau dieselbe Ausstattung, wie er damals präsentiert wurde, glaube ich. Ja. Also die Nummer 1 steht im Museum und die hat auch genau dieselbe. Das ist die Nummer 2. Ja. Wie bist du denn da dran gekommen? Das verstehe ich ja gar nicht. Den hat mein Papa damals gehabt. Ja, echt? Er hat ihn immer noch. Und, ja. Ich habe ihn lieb gefragt, ob ich ihn mir ausleihen darf fürs Wochenende. Fürs Wochenende jetzt, für die Fahrt heute. Ja. Ich habe es gerade kurz angeschnitten. 959 kam ja, als quasi gerade in der 964 kam. Das ist ja einfach ein gottverdammtes Übermonster. Ja, es gibt so viele geile Storys. Also ich meine,
gut, war halt damals einfach das schnellste Auto der Welt, bis der F40 kam. Der ein ganz anderes Konzept war, der halt vollgepackt mit Technik bis oben hin. Ja, genau. F40 super leicht und alles. Also und easy, geil, easy. Auch zusammen, finde ich, die beiden. Auf jeden Fall. Boris Becker hat sich mit 18 angekauft. Ha, hat der kann den man noch? Boris Becker? Ja, jetzt, weiß nicht. Hier müssen wir mal fragen, nicht. Vielleicht weiß können ich, wir den ja steigern den, jetzt. Über Waffe des Jahrtausends, es war einfach ein geisteskrankes Auto. Und es ist heute. Immer noch wie ich wollte gerade sagen. Gerade hier hoch. Allrad, ja. Wassergekühlt, aerodynamisch, damals Brüller, hier schön, das finde ich richtig geil. Diesen Lufteinlass gab es nachher einfach beim 993 Turbo S, ne? Das ist halt einfach dieser Lufteinlass. Super geil. Ja, die ganze also ich meine, wenn man ganz ehrlich sucht, ist ja eigentlich der Prototyp. Und so viel Elfer ist ja irgendwie nicht mehr drin. Aber... Ist halt einfach, aber also in einer Linie mit GT 918. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist so die Magic 3 eigentlich, ne? Die da die eigentlich haben muss. Ne? Können wir mal reinschauen? Bin ja überhaupt kein Blaufreund, aber das ist geil. Ja, ich bin mit dem Weiß aus. Ja, ich habe das Foto gemacht vor dem Schnee. Das ist schon richtig geil. Das ist echt Porno. Aber es gefällt mir auch gut, wenn ich da jetzt so reinschaue, weißt du? Perlmuttfarbener 959, blaues Leder, da liegen ein paar Jordans drin. Genau so muss es sein. So, Freunde, und jetzt die geheime Tour. Die geheime Tour. Mit Ferdi Porsche. Ich freue mich und drauf. Jan Eriksson. Oh ja. Jeder ist willkommen. Darum, also die ganzen lustige Leute da zu haben und weiß ich, den besten Kaffee in den Alpen zu haben. Wir haben eine Hausbank rundherum, wo man auf den Parkplatz schauen kann. Wir haben hinten raus eine Terrasse. Wir haben einen Pavillon so aus Glas mit so geilen Holzverkleidungen, die man dann aufmachen kann und das wird so Espresso-Bar und wir werden geile Events hier machen. Und so wie heute halt nur. Nun dann fertig. Dinge, Alter. Geil. Also Freunde, ab Mai 23 will ich euch hier alle sehen. Ja, da fehlt jetzt noch die Decke logischerweise. Ja. Wir haben dann oben ein paar Zimmer, so richtig Hütten-Style. Also es gibt ein Zimmer mit 7 Betten und 2 mit 2 Betten. Geil. Und ich glaube, das wird halt geil. Dann kannst du da am Abend, bist halt alleine dann hier oben einfach, hast den krassesten Sternenhimmel und das Kartenzocken am Abend oder wir haben einen Rennsimulator drinnen stehen und dann kannst du fliegen. Kannst du ein bisschen trainieren. Ja, in der Früh kannst du Auto fahren gehen, hast die Straße für dich. Mega, also Hut ab, sensationell. Es wird, glaube ich, echt fett. Und was der Philipp eben schon gesagt hat, ja. Egal wo du hier bist, du hast einfach eine geisteskranke Aussicht. Ne? Das ist ja so geil. Also hier die Bauarbeiter, die machen hier scheinbar immer ihr Frühstück. Ja, ich glaube, hier wird einfach so, jetzt ist man zusammen, hier schaut man raus, hier isst man was. Und daneben gibt es dann, daneben kommt der Glaspavillon hin, der wird dann, glaube ich, so Espresso-Bar, kannst du ein Auto reinfahren. Ja, werden wir wechselnde Ausstellungen haben, weiß nicht, Limon. Espresso-Bar finde ich natürlich super. Autos. Ja. Also es wird geil, glaube ich, gibt es halt immer was Neues zu sehen. Dann. Ja, vor allem, das ist ja dann auch wieder der Witz. Wenn du dann hier hochfährst auf 2.500, nee, was waren das? 2.226 Meter und dann stehst du vor einem Formel-1-Auto. Schon ganz geil, ja. Ja, Ferdi, vielen Dank für die Special-Tour. Wir freuen uns sehr und hier ist quasi das gute Stück. So soll es später aussehen. Mehr oder weniger. Die Betonfassade ist dann eine Holzfassade. Aber sonst ist es schon ziemlich close. Sieht auf jeden Fall stabil aus. Und ich freue mich genau auf solche Installationen. Teppich, Trecker drauf, schönes Bild dabei. Wahnsinn. Schön, dass ihr da seid. Kommt öfter. Machen wir auf jeden Fall. Fertig. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg. Es wird mega. Ich freue mich drauf. Ich mir auch. Viel Spaß noch. Bis später. Danke, bis später. Ja, das sind natürlich so Schätzchen, warum wir hier sind. Ne? Das sieht man sehr, sehr selten. 993 GT2 in freier Wildbahn. Komplettes Originalauto in wunderschönem Silber. Innen drin alles ein bisschen blau abgesetzt. Das ist schon stylisch. Blaue Gurte. Hier hinten ein bisschen blauer Ledereinsatz. Blauer Käfig drin. Das ist halt richtig, richtig sick. Ich habe jetzt die genaue Stückzahl nicht im Kopf, aber es gibt unheimlich wenig Autos. So ein Auto liegt bei, je nach Historie, je nach Kilometern, 50.000 Kilometer ist ja quasi nichts. Ja, liegt so ein Auto bei 1, irgendwas Millionen Euro, 1,2 oder sowas. Das ist halt schon echt brutal. 959 ist natürlich noch ein bisschen kranker. Ja, vor allen Dingen natürlich der, weil Chassis Nummer 2. Besitzer vor allem. Ja, klar. Ne? Besitzer Wolfgang Porsche, also Papa vom Ferdi. Und die Nummer 1 steht im Museum, das ist die Nummer 2 und der hat 18.000 Kilometer. Also der hat
kaum mehr gelaufen als mein GT3. Und das ist natürlich mega. Vor allen Dingen, was er auch gesagt hat, genau so wurde das Auto damals präsentiert, in diesem Permutweiß Metallic. Und das ist natürlich einfach der Hit. Ne? Das ist schon super stylisch. Also das ist dann wirklich so top of the top. So mit Kirsche auf der Sahne oben drauf und noch eine zweite Kirsche drauf. Das sind Autos, die waren halt damals auch einfach ihrer Zeit weit, weit, weit voraus. Das war das schnellste Auto der Welt. Und das Ding hier, das war einfach so ein heftiger Supersportler. Damit hast du alles in Grund und Boden gefahren. Und du bist auch heute noch richtig schnell mit dem Ding. Halt auch, wenn du hier so eine Passstraße jetzt hochfährst oder auf der Nordschleife unterwegs bist. Ich meine, da sind die Dinger quasi geboren. Ne? Das können die natürlich. Und damit bist du halt einfach unfassbar schnell. Wenn dir es egal ist, wie teuer das Auto ist und du am Lenkrad drehen kannst, dann kannst du natürlich da noch mit richtig, richtig einen raushauen. Und wenn dann einer kommt mit dem GT3, der vielleicht nicht ganz so versiert ist am Volant, also neuer GT3. Neuer GT3, genau. Dann hast du keine Schnitte. Bis der Carrera GT kam und 997 GT2 RS, war das halt so die Macht. Ne? Dieses Auto war einfach der Killer. Und es ist heute noch der Killer. Also in jeder richtig kranken Porsche-Sammlung darf so ein Ding eigentlich nicht fehlen. Aber wir haben ja hier auch so witzige Sachen. Wie dieses Gerät. Habt da ganz, ganz kurz in unserem Video vom 1. Mai Porsche-Treffen in Dienstlaken auch gesehen. Und das ist natürlich hier perfekt. Oben schön mit so einer kleinen Sitzmöglichkeit. Ja, ist perfekt. Besser geht's nicht. Wir haben eben noch mal festgestellt, die Farbe ist einfach die beste. Ja, und vor allem die Cups werden auch in der Farbe ausgeliefert. Genau, genau so in der Spec GT Silber und die Räder in diesem Anthrazit Grau Metallic, Dark Silver Metallic heißt das offiziell. Und bevor ich jetzt Hate kriege, weil da vorne kein Kennzeichen drin ist, ne? Es ist abgerissen in der Waschanlage und jetzt habe ich es vorne drin liegen, weil es nicht richtig fest ging und ach, scheiße einfach. Ja. Gestern passiert, was soll ich machen? Passiert, was weiß ich, keine Ahnung, tut mir leid. Bis dann. Haut rein. Küsse. Danke, Philipp. War ein toller Tag. Tschüss. Tschüss.